Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. Wir sind kurz vor dem Big Boss. Und ja, gehen wir mal rein. Most peace. Sonic Doom. Ich will den nicht töten, ich will die Musik genießen. Ich hab dich gefressen. Du hättest dich herkommen sollen. Oh Gott. Ich will dich nicht töten. Karte gesichtet. Die große Kammer. Oh Mann, wieso ist dir jetzt die Musik aus? Das kann ich brauchen. Ah, der Bart ist geil. Das war richtig nice. Hallo. Das nehme ich mal. Joink. Oh, wusste gar nicht, dass du so ein Superfan bist. Ach ja, du fragst dich sicher, was die ganzen Statuen hier machen. Ach, das ist doch eine Sache von mir. Sieh auf die Bildschirme. Tja, ich habe den Sonnenklappern einen Platz in unserer Familie angeboten. Aber sie wollten nur Waffen und Geld. Sie haben uns betrogen. Und dann sagte Troy etwas Großartiges. Götter verhandeln nicht. Götter verhandeln nicht! Ich liebe es! So gut. Wie ich schon sagte, diese Karte ist jedenfalls voll im Arsch. Also nimm sie ruhig, ich hole sie mir später wieder. Du bist mein treuster Anhänger, Kammerdieb. Du weißt es nur noch nicht. Okay.
Gut. Ich wusste, dass du die Karte findest. Bring sie her und lass sie nicht aus den Augen. Ich habe sie einmal verloren, das reicht. So. Gut. Ja, der Bossfight war richtig geil. Ich wollte den gar nicht killen. So, wir sind jetzt Level Up sogar. Was richtig cool ist. Doing, doing, doing. Gut. Dann schauen wir mal. Ja, nee, das ist falsch. Das ist es. Gut, also. Verbraucht weniger Treibstoff, ist gut, ist sehr nachhaltig. Dann. Warte, Raygun feuert jetzt super heiße Geschosse ab, die Brandschaden verursachen. Warte, wenn springt der Schuss auf. Okay, das ist geil. Bärenfaust ist eine getriebene Faust, die gewaltigen Schaden bei. Okay. Da kann man ja richtig auf Nahkampf gehen, dann. Finde ich auch nicht schlecht. Minigun verursacht mehr Schaden, wenn die Hitze zunimmt. Feuert der Kryptogeschosse ab, welche der Hitzezunahme und Treibstoffverlust reduziert. Das ist auch gut. Explosivgeschosse ist auch gut. Salamanda, Flammenwerfer. Ah, da ist der Flammenwerfer. Genau, ja. Verringert den des Salamanders. Außerdem wird Bewegungsgeschwindigkeit von Iron Bear erhöht. Schmerzschaden. Okay. Direkter Treffer mit verursacht mehr Schaden. Granate, Raketenwerfer, also. Wow. Gut, also erstmal werde ich nochmal Treibstoff verringern. So. Ja, die ist ein bisschen besser. Hat die gerade Au gesagt? Au. Nice, gut. Dann sind wir hier wohl fertig. Okay, hier komme ich. Ah, da oben. Da oben komme ich weiter. Okay. Was ist effektiv gegen Schilde? Das stimmt. Okay. Die verbraucht keine Schüsse, aber die geht halt dann kaputt irgendwann. Okay. Kann ich mitleben. Ich will auch spielen. Dude. So, gibt's hier noch was? Außer denen? Ich glaube nicht.
So, das heißt, die ganzen Statuen sind jetzt, Alter, bei meiner Waffe fliegt halt so ein Totenkopf rum. Okay. Genau, die ganzen Statuen sind jetzt die, Sonnen, Typis. Hey Vaughn, hier ist ein Kopf in einem Glas. Kennst du die? Oh Mann, das ist meine Kriegslord-Stellvertreterin Vic! Meine beste Brunette! Schnapp dir den Kopf! Sie müssen sie VR-mäßig verhört haben. Wir haben das bei Hyperion auch gemacht, wenn einer bei Industriespionage erwischt wurde oder jemand den Brokkolisalat aus dem Pausenraum geklaut hatte und alle Hunger hatten. Vic steckt auf jeden Fall in einer virtuellen Folterkammer. Du musst da rein und sie rausholen. Du willst, dass ich in den Kopf gehe? Irgendwo beim Tor zur HRS müsste eine VR-Konsole sein. Schließ einfach den Kopf an, dann digistructet dich dein Echo direkt ins VR-Konstrukt. Ich würde ja selber reingehen, aber das VR-Zeug macht mich total kirre. Niemand zerlegt meinen Körper in Moleküle. Ich bin mehr so der analoge Typ. Es überrascht mich schon, dass die KDK VR benutzen, aber das Zeug ist ja heute spottbillig. Die Leute erschaffen da drin schließlich ganze Welten und leben dort. Ist aber schon komisch, die meisten besuchen Welten, die vor 7 Jahren gemacht wurden. Okay. Goldene Schenkel. Vaughn, weißt du irgendwas über diese KDK-Statuen? Ah, die Kinder der Kammer lassen diese scheiß KDK-Statuen überall zurück. Oh. Weißt du was? Wir zeigen es diesen Möchtegern-Göttern und stellen unsere eigenen Götzen her. Nach meinem Vorbild. Vom kantigen Kinn bis hin zu den legendären Waden. Finde zuerst alle meine Steckbriefe. PS, ich bin sehr begehrt. Wenn wir das durchziehen wollen, müssen wir den 3D-Scanner mit den Bildern von mir füttern. Dann können wir die Statuen drucken, die aussehen wie ich. Das wird den Kalypsos gewaltig gegen den Strich gehen. Ich habe mich nicht vom Hyperion-Buchhalter zum Banditen-Kriegslord hochgearbeitet, nur wieder Befehle zu befolgen. Als ich dem beschissenen Kult nicht beitreten wollte, hat Tyrene Calypso eine Prämie auf meinen knackigen Arsch ausgesetzt und auf den Rest von mir. Aber ich lebe noch, Baby! Ich rock es noch, Bro! Ist ja gut. Okay, also, aber zuerst werden wir Kopfsache. Oh. Zeit, meinen Wert zu beweisen. Du Niete. So. Wo muss ich hin? Da vorne. Aber wieso sind die alle wieder da? Das ist ein bisschen blöd. Naja. Das bezweifle ich. Gut. Ah, das war das. Ist Vic verkabelt? Sehr gut. Dann jetzt mal los in die digitale Folterkammer und rette sie, Bro! Du bist in der Simulation, Bro. Vic ist irgendwo da drin. Du musst sie finden und raushauen. Bring sie zur Ausgangskonsole im Konstrukt. Das setzt sie im Fleischraum wieder zusammen. Ich brauche meine Brunette in einem Stück wieder. Ach übrigens, beim Hochladen sind bestimmt ihre Kurzzeiterinnerungen draufgegangen. Du wirst sie finden müssen, damit du ihr sagen kannst, wer sie ist, wenn sie aufwacht. Erinnerungsfragment 1. Was geht? Ich?
Unser Vollidiotenchef Vaughn hat endlich was kapiert und mich zur neuen Kriegslord-Stellvertreterin der Sonnenklopper ernannt. Hat sich massig Zeit gelassen, Stellvertreter Hirni zu ersetzen, als der mit einem Bauchklatscher in einer beschissenen Säuregrube landete. Haha, der wusste, wie man feiert. Vaughn ist schon okay, aber er ist kein Hirni. Ja, bist du nicht. Erinnerungsfragment 2. Yo, ich check das aus. Wir haben heute dieses krasse Alien-Ding in der Wüste gefunden. Haben es zurück zum Lager gebracht, um es an die Kinder der Kammer zu verkaufen. Die Idioten kaufen nicht immer so verrücktes Alien-Zeug. Wir werden scheiße reich. Ja, so gut. Jetzt Kommunikation! Gut. Uiuiui. Na, komm. Ich brauch Munition. Ah, der lädt ganz langsam wieder auf. Okay. Muni! Wir bieten jetzt auch den Einklick einkaufen. Cool. Erinnerungsfragment 3. Stell dir das mal vor, ich. Ich hab Vaughn das verrückte Alien-Ding gezeigt und er tickt total aus. Meinte, ich soll es verstecken. Wenn ich das den KDK verkaufe, futtert der ganze Clan monatelang Warkit-Kaviar. Und jetzt bin ich bei allen das Arschloch und muss ihnen sagen, dass wir nicht verkaufen. Vollidiot von Chef. Er weiß nicht, was gut ist für den Clan. Ja, offensichtlich besser als du.
Los! Oh. Geht's ich. Dieser Mouthpiece-Trottel will das Alien-Ding und Vaughn verkauft es nicht. Wir sind bestimmt der letzte Clan auf Pandora, der sich noch nicht mit den KDK zusammengetan hat. Die Sonnenklopper brauchen einen neuen Anführer. Du weißt, von wem ich spreche, ich. Von mir. Hast du alle Erinnerungen? Mann, ich kann es kaum erwarten, sie zu hören. Rick und ich sind sowas von dicke. Wir unterstützen einander. Hol meine beste Brunette aus der Simulation! Zeig mir was! Bleib liegen, Lusche. Zeit für eine Kerbe. Also, au, au. Die Waffe klingt richtig geil. Inventar ist voll. Ja, nö, dann ja. Gut. Oh, Level up. Mehr! Okay. Ja! Ich werde mich beweisen! Uiuiui. Da kommt mir gerade, wir sind Level 8. Das heißt, wir können ein bisschen was. Der macht mir Schaden. Hat 8 mal 2. Puh. Warte, ich nehme mal erstmal das da. Dann 80, warte, 103. Genau. So. Achso, ich hab's. Aber, ja, halt. Die halt zwar, aber die macht nur 77 Schaden, das ist ein bisschen wenig. So. Gut. Die da tue ich dann gegen
Ja. Gegen die austauschen? Weil die ist ja auch gegen Schilde. Hatte 4x12, 5x12. Nice. Und die da? Ah, schade. Das ist auch so eine. Na schön. Gut, dann. Ups. Dann hole ich die Frau mal nach Hause. Mal schauen, ob die immer noch so negativ ist oder ob die wieder völlig in Ordnung ist. Hey, Vic. Hey, Vic, ich bin da, um dich rauszuholen. Nein, kann nicht weg. Er dreht mir wieder die Arme ab. Oh, das tut so weh. Aber sie wachsen wieder. Ich versteh's nicht. Das war bestimmt schon 50 Mal so. Pfoten weg von meinen Gefangenen. Ja, hey. Eine digitale Projektion in deinem abgetrennten Kopf. Aber mach dir nichts draus. Das ist total abgedreht. Ich dreh durch. Du musst mich hier rausbringen. Ja, ja. Voll aufs Fressbrett. Warte. X. Zu viel für dich? 10x10, ne? Oh. Achso, oh Gott. Ich dachte gerade, dass... Oh, die rennt gerade vor. Ich dachte gerade, dass das wäre, die Tante. Und die ist gestorben irgendwie. So, gut. Wo geht's raus? Hier, oder? Ja. Wieso rennst du denn vor? So. Es sieht das? Ja. Warte doch, Vic. Vic, warte. Ich bin gleich da. Warte. Warte. So. Alles geil. Woher weiß die eigentlich, wohin sie gehen muss, ne? Wie, sie hat noch ihren... Hä? Wieso hat... Ich dachte, sie ist jetzt wieder ganz. Was für ein irrer Albtraum. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Vic! Du lebst! Ich meine, im Prinzip? Er redet mit mir. Hey, Vaughn. Ich weiß, ich bin ein Idiot. Die KDK sind total kaputt. Wir wollten uns anschließen und was machen die? Sie töten und foltern uns. In der Reihenfolge. Ich werde jetzt wohl ziemlich brutal zu dir sein müssen, Vic. Das werden mindestens 100 Entschuldigungsliegestütze. Wenn du fertig bist, komm zu mir. Wir haben einen neuen Clan. Es leben die Crimson Raiders.
Crimson Raiders? Ja, damit kann ich leben. Ey, solange du die Liegestützen machst. Oh, hey. Du hast mein verfluchtes Leben gerettet. Hier, ich hab mir in dieser endlosen digitalen Hölle diese krasse Kanone geschnappt. Sie gehört dir. Das ist peinlich. Oh, komm schon. Ich meine, ich wollte immer mehr Zeit für mich, ja? Das ist perfekt. Ich kann mit meiner Lieblingsperson abhängen. Ich meine, bist du ich oder bin ich du? Wow. Ich bin begeistert. Und ich bin im Moment circa 80% Geist. Muss ich dich etwa füttern oder sowas? Ich denke, was auch immer dieses Zeug ist, in dem ich schwebe, es hält mich am Leben. Ich habe nicht mal mehr einen Magen-Darm-Trakt. Aber ich kann schmecken. Schütt mir doch ein wenig Soße hier rein. Du lebst deinen Traum. Vielleicht war es doch nicht so übel, für eine simulierte Ewigkeit voller unaussprechlicher Schrecken an ein Foltergerät angeschlossen zu sein. Ja, gib mir 5! Alter, nicht cool. Oh, ja. Tut mir leid. Wie sie halt da spricht, wenn der Kopf drin ist, ne? Spricht. Gut, was haben wir jetzt bekommen? Sniper. Okay. Warte, nee, statt dem. Okay, das ist geil. Nice. Und die andere? Sitze auf dem Trockenen. Das stimmt. Gut, ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Boing. Warte, ich muss noch einen Speicherpunkt finden, damit. Oder ich fahre einfach schnell zurück und dann. Ja. Ich fahre einfach zurück und dann sehen wir uns bis nächste Mal. Bye.